immer die Jüngsten, ne? Wisst ihr, erst sind wir gegen eine Frau richtig dagegen. Ja, ja. Das und dann sind sie. Vielleicht putzen sie noch hin. Nee, hab ich nicht. Soll ich mir aufhelfen? Soll ich mir aufhelfen? Ja, Polizei umfahren. Nee, mach ich nicht. Zieh hier keine Maske auf. Nachteil. Ja. Und die großen Dive-In. Nein, verpiss dich! Ey, was ist hier los, Mann? Ey, mach, dass du wegkommst! Du mobbst nicht den Sohn meines Vaters! Ich darf machen, was ich will hier! Mach, dass du hier verschwindest, du Knirps! Auf jeden Fall nicht! Mach, dass du verschwindest oder es gibt ernsthafte Konsequenzen. Haben wir uns verstanden? Ja, ja. Du weißt, dass das Strafe ist? Ach, weißt du was? Leck mich am Arsch. Oh, fein. Prima. Ja, prima. Würstchen. Das vom Türken. Nein, das ist eine deutsche Wurst. Ich hab dich veräppelt. Das ist eine deutsche Wurst. Komm her. Komm her. Das ist eine deutsche Wurst. Ja, ist eine deutsche Wurst. Prima. Ja. Ist eine türke Wurst. Nein. Nein, das ist echt deutsch. Komm her. Komm, das ist eine deutsche Wurst. Ja, fein. Und alle Maßnahmen versagt, die Abstandsregeln, die Alltagsmasken, fieberhaft arbeitet man im Kanzlerinnenamt an Lösungen. Wir müssen handeln und wir handeln jetzt auch. Sehr wohl, meine Kanzlernde Hoheit. Schon droht das Volk den Reichstag zu stürmen, doch Senator Spanerian hat die Lösung. Wir haben den Impfstoff! Das wäre das Ende der Spandemie. Begeistert stellt man sich dem Volk. Ihr Reichsbürger des Landes, wer soll sich als erstes impfen lassen? Die anderen! Wir da! Naja, okay, eine gewisse Impfskepsis muss eben erst noch überwunden werden. Kein Problem für Senator Spanerian, den erfahrenen Corona-Krieger, der sogleich eine Kampagne organisiert. Bildet die Impfkröte! Risikogruppen zuerst! Vorher droht aber noch ein Silvester mit ganz beschränkten Böllergelegenheiten, ehe dann im Sommer 2021, gezogen von bekehrten Querdenkern, die größte Herrscherin von allen verkünden kann... Ja, ist vorbei jetzt. Schön. Das ganze Reich wird aufatmen. Spanerian kann seinen größten Lebenstraum erfüllen. Imperator auf Lebenszeit. Und eine kann sich in aller Ruhe, naja, auf die nächsten Mutationen vorbereiten. Wir sind heute zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass ab dem 1. März Ihr Friseurbesuch... Wenn ich jetzt im Saarland bin, dann darf ich mich draußen mit Freunden treffen. Aber nur, wenn ein Einhorn anwesend ist. In NRW geht das auch ohne Einhorn, aber nur zwischen 11.54 Uhr und 11.58 Uhr. Ist logisch, oder? Dann noch eine Regel für alle, die Chantal heißen. Verlassen Sie auf keinen Fall an ungeraden Tagen das Haus, außer in Hessen oder bei Regen. Gucken Sie nicht so. Den Quatsch hab ich mir nicht ausgedacht, das war der Söder, der bayerische Vollspacken. Dieser scheiß Lockdown, Mann, und dann diese beschissene Quarantäne. Schau mal, wie ich aussehe, Mann. Ich bräuchte unbedingt mal wieder eine Sonnenbank und eine Maniküre bräuchte ich auch mal wieder. Das ist alles so ungerecht, Mann. Kannst du mir nicht die Haare schneiden, bitte? Es gibt in Deutschland
3 zugelassene Impfstoffe. BioNTech, Pfizer und diese Moderna und AstraZeneca. Seneca, kaum was geliefert. Vielleicht 3 Ampulle, 3 Impfstoffe. Uschi von der Leyen hat Oskar nur 2 Dosen extra. Dosen, wohl bemerkt. Zugelassen für Leute unter 65 Jahre. Nicht für Rentner. Ich bin Rentner. Habe versucht, Impftermin zu machen. Internetseite überlastet, Hotline-Anrufbeantworter. Einmal bin ich sogar hingelaufen zum Impfzentrum hier in der Stadt. Gleich hinten. War niemand anwesend. Merkel sagt, Impfangebot bis Ende des Sommers. Welche Sommer meint die Frau? Ist es 2021, 22, 23, 24, 25? Ich möchte endlich wieder draußen blinde Kuh spielen gehen, aber geht nicht, solange Impfstoffflasche leer. Ich habe fertig. Das Kindergeld steigt an auf dann 219 Euro bei den ersten beiden Kindern und dann fürs dritte und vierte gibt's jeweils nochmal mehr Geld. Einen Schalke-Döner bitte. Was ist denn ein Schalke-Döner? Na, nur Gurken. Die Masters of Germany Actionfiguren sind da. Ich bin Ex-Merkel. Ich werde ewig regieren. Deine Zeit ist um. Hier kommt der Gottkanzler. Transformiere zum Schulzzug für noch mehr Angriffspower. Mach die Raute, Merkel. Rautenpower. Kann Wagenknecht Merkel stoppen? Doch was ist das, ihr Erzfeind? Los, Lobbyist. Reite den Lindner. Aber Achtung. Merkel war unvorsichtig auf der rechten Flanke. Ich schiebe euch alle ab. Jetzt muss Merkel schnell reagieren. Aktiviere den Echsenschwanz und lege ein Ei. Steffen Seibert? Merkel hat es wieder geschafft und alle ausgetrickst. Haben wir was verpasst? Die Masters of Germany Actionfiguren. Neu vom Browser Ballett. Wir haben uns hier noch ein Bier gegönnt vorhin in der Bahn. Das hat die ganze Zeit übelst reingehauen. Michi! Es ist nicht kaputt! Waldhof ist die Nummer 1. Es war Waldhof Nummer 1. Hier, es war weh! Okay, jetzt genug. Ciao. Ach, Alter, Maul nicht los! Nein, kannst nicht, ins Wirtshaus kannst nicht, stinklangweilig ist da. Jetzt habe ich mir eine Spur einfallen lassen. Da habe ich also jetzt praktisch 3 Tassen, okay, 3 Tassen. Und unter einer von dieser Tasse habe ich eine Bierflasche versteckt. Und wenn ich es finde, dann darf ich es trinken. Also, das geht so, da muss man natürlich mischen, okay, dass man da wirklich nicht Tricks dabei. Oder irgendwie meint, das ging nicht mit rechten Dingen zu. Und jetzt schau ich mal. Jetzt nehme ich die. Hui! Gunnar. Prost. Wir haben in Erfahrung gebracht, dass sie im Keller eine Schnapsbrennmaschine haben. Ich sag, das ist ein ganz altes Gerät, das habe ich noch nie benutzt, das ist noch ein Andenken von meinem Opa. Seht ihr, das spielt keine Rolle, das Gerät ist vorhanden, Sie müssen Steuern bezahlen. Ich sag, dann hätte ich ja ein Kindergeld für 12 Kinder. Seht ihr, Sie haben doch ja keine Kinder. Nee, ich sag, das nicht, aber das Gerät ist vorhanden. Bist du immer noch ungehalten? Ja.
Ich auch. Das ist doch super, oder? Da stehst du da drauf. Total lecker. Könnte ich den ganzen Tag machen. Das ist ein cooles Projekt. Marco Wellen fragt, wie konnte man als aktiver Spieler so viel Alkohol trinken und trotzdem seine Leistung bringen? Das fragen viele. Das ist eine Einstellungssache. Dass man wirklich sagt, wenn ich die Nacht davor durchgefeiert habe, muss ich am Tag danach umso mehr Gas geben. Und ich hatte dann nach einer durchzechten Nacht immer ein extrem schlechtes Gewissen. Und dieses schlechte Gewissen trieb mich zu Höchstleistungen, weswegen mein damaliger Trainer Alfred Gislason sogar offiziell zu mir sagte, Kretsche, ich weiß, dass du besser bist, wenn du in der Nacht davor unterwegs warst, aber nimm keinen mit. Ein Bier ist vollkommen sinnlos. Entweder 10 Bier oder gar kein Bier. Of it.